Hey ihr Lieben, willkommen zurück zu Dead Spatze. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiter geht's mit diesem wunderschönen und gar nicht gruseligen Ponyhof-Spiel, wo man Pferde reitet. Ja. Oh. Ekelhaft. Man kann sie nicht erschießen, ich habe es probiert. Gehen Sie ran und versuchen Sie, das Enzym zu injizieren. Okay. Ja, ist schon eklig, ne? Überleg mal, so riesen Lungen, die einfach aus deinem Rücken wachsen und du bist komplett fremdbestimmt von diesen anderen Viechern. Das ist... Aua. Das ist keine lustige Geschichte, du. Aber die Viecher hier machen echt mit am meisten Schaden. Das ist super krass, was die einfach für ein Damage rauskloppen. Oh, hinter mir auch noch. Oh, ich hab's gewusst. Ja, erschrecke ich mich immer. Mechaniker. Haben Sie Jacob Temple gesehen? Nein. Aber ich suche auch nach jemandem. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan? Sie hilft doch Menschen, die Unitology verlassen wollen. Ja, meine Mutter zum Beispiel. So trafen wir uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Unitologen hier mochten es nicht, wenn jemand sie in Frage stellt. Und seit dem Tod des Captains sind sie durchgedreht. Munition, 3 Schuss. Ja. Super dickes Medkit. Ja, komm, ich lass mal einmal Stase fallen. Ein Textlog. Was haben wir hier? Elizabeth, organisches Wachstum übrigens, betreffe Elizabeth. Testergebnisse. Ah, ne. Wie gewünscht habe ich die neuesten Testergebnisse für das organische Wachstum, das wir auf dem Schiff beobachtet haben, beigefügt. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber wir müssen eine gemeinsame Studie mit Dr. Howell durchführen. Diese Substanz ist absolut faszinierend. Angesichts der Vorliebe für totes Gewebe dachte ich zuerst, es handelt sich um eine Art Pilz. Aber die Zellen ähneln am ehesten Bakterien mit viralen Eigenschaften. Dieser Organismus infiziert andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und vermehrt sich durch Agamogenese. Die Geschwindigkeit, mit der es wächst, ist unglaublich. Eines dieser Bakterien vermehrt sich in nur einer Minute um das 20-fache. Deshalb konnten wir, glaube ich, auch keinen konkreten Entstehungsort ausfindig machen. Es schien einfach gleichzeitig an mehreren Stellen des Schiffs aufzutreten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will meinen Ruf nicht aufs Spiel setzen, aber ich glaube, es könnte eine echte außerirdische Lebensform sein. Professor Hawley vermutet, dass es sich um einen Lebensraumtransformator handelt. Die Gasentladung ist enorm, deshalb riecht es auch so übel. Aber welchen Zweck es dient, wissen wir einfach nicht. Welche Organismen könnten in Symbiose mit ihm existieren? Gibt es sie da draußen? Könnten sie sogar empfindungsfähig sein? Ich werde sie auf dem Laufenden halten, Heinrich. Ja, interessant. Interessant, interessant, interessant. So, dann
in die zweite Etage, nehme ich an. Ja. Ja, ich weiß, die Quest zeigt da lang, aber genau deswegen gehe ich auch jetzt hier lang. Ihr wisst ja, wie es läuft. Toxische Gefahr registriert. Isaac, wo bist du? Hilf mir. Toxische Gefahr beseitigt. Uah. Oh Gott. Hör auf damit! Was? Habt ihr das gesehen? Die Explosion hat einfach nichts gebracht. Sehe ich gar nicht ein, ey. Ja, genau. Wäre ich auch sauer, Herr Isaac. Also wirklich. Da geht's rein, also erst hier rein. Logischerweise. Isaac, ich habe mir die Notizen vom Kurs angesehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Kendra? Das ist er. Zwei Türen hinter dir. Kieran. Moment, er ist weg. Er hat gewunken und... sorry, Isaac. Mach weiter. Nur eine Kamerastörung. Ich dachte, ich hätte meinen kleinen Bruder gesehen. Verrückt, oder? Das ist nicht möglich. Hier ist irgendwo noch eine Lunge, glaube ich. Das hört man. So, wir gehen einmal shoppen. Was ist das hier? Energiekanone-Upgrade. Oha. Was? Haben wir noch was zum Verkaufen? Diese Klingendinger, ne? Energiekanone ins Lager. Vielleicht auch einmal ins Lager hier. Achso, ja. Energiekanone ins Lager. Jetzt nicht so mega der Fan von. So, dann nehmen wir. Was haben wir hier? Medkits. Ja, nehmen wir nochmal eins mit. Dann nehmen wir definitiv wieder Cutter-Munition mit. Oder wir holen uns mal die große Cutter-Muni. Aber die kleine ist halt einfach günstiger, ne? Es ist halt... Ja, nee, die macht für mich irgendwie mehr Sinn. So, wollen wir nicht ganz so viel diesmal machen? Machen wir mal 6. So, gut. So, dann speichern wir mal.
So. Ach du Heilige. Okay, ich gehe erstmal, ich glaube, hier geht es nämlich schon nachher weiter. Wir machen erstmal die Quest, die wir auch machen sollen. Sonst wird das hier alles ein bisschen durcheinander. Müssen wir nachher Backtracking machen oder so. Habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Nehmen wir erstmal das, was sie haben wollen. Oh. Ich weiß aber nicht, ob ich es hier richtig umgeleitet habe. Das geht, so geht's auch noch. Im Kälteraum. Da nochmal ein Shop. Oh. Ja, an die erinnere ich mich. Die sind gefährlich. Aber auch super cool, die Viecher. Also die finde ich wirklich cool, weil du kannst den Arm abschießen und diesen Arm nehmen und auf andere Gegner werfen und es explodiert. Das ist halt ziemlich cool. Hätte ich eigentlich mal machen sollen eben. Hier ist nochmal Speicher. Ja gut, haben wir gerade. Brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Wollen es ja auch nicht übertreiben. Oh. Ja, ich erinnere mich dran. Ich... Also, ich... ich speichere nochmal ab. Ja, weil... also... ne? Long story short, also es ist... ja, wir speichern einfach nochmal ab. Schwerelosigkeit aktiviert. Übrigens verliert man hier auch gerne mal die Übersicht. Wo denn? Wo denn? Ja. Oh ja, so ein Vieh wieder. Oh no. Ich den abfackeln. Eieieiei. Scheiß Vieh.
Ja, und jetzt? Ah, wieder zurück. Schwerelosigkeit aktiviert. Boah! Alter! Der hat mich erschrocken. Okay, was? Wo soll ich rein? Hä? Ah, okay. Wer braucht da eigentlich immer die Kleinen zuerst? Das wäre mal meine Frage. Dann möchte ich die explizit nutzen. Na, jetzt kommt da wieder was. Ja, natürlich. Hinter mir. Na, guck, jetzt kann ich hier den Arm abtrennen. So, und dann kann ich das hier nehmen. Vorausgesetzt, ich treffe es. Und dann kann ich den hier machen. Ist das geil? Das ist richtig geil. Komm, noch was. Nee. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ich glaube, das leiten wir jetzt hier nochmal um, ne? So, ja. Das hat sich sehr richtig angehört. So. Und jetzt finally we come to this. We come to this point of interest. So, hier müssen wir runter, okay. Dann müssen wir runter, ja? Ist das so? Okay, dann gehe ich erstmal hier rüber nochmal. Weichen einmal kurz ab. Ach so. Ah. Ja. Nee, so. Also hier geht's weiter. Ja, hier sieht's schön aus. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh, yo, Alter, what the fuck, ey? Oh mein Gott! Oh, man ist hier überall langsam! Ach du Scheiße! Oh, das ist aber mies! Das ist aber ganz mies, Leute! Ah! Weh! Nicht das hier, das hier! Der lebt aber noch. Yeah.
Alter. Quarantäne aufgehoben. Alter, 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 Alter. So, hier haben wir schon mal eine Batterie, die brauchen wir. Weiß zwar noch nicht wo, aber das wird sich gleich zeigen. Ah, da vorne. Natürlich. Boah! Alter! Ich bin One HP. Ja, also ihr seht schon, da ich den Anzug ja nicht aufgewertet habe, haben wir halt nicht wirklich viel Leben. Sonst hätten wir da jetzt schon locker zwei Balken mehr oder so, denke ich. Und dadurch bist du halt auch einfach mal schneller tot, wenn du nicht aufpasst. Deswegen, das relativiert sich halt, wenn du... Wenn du jetzt in Anführungszeichen nur auf Mittel spielst, also ist ja völlig machbar, aber ich meine, wenn du jetzt auf Mittel spielst und dann den Anzug, deine TP aber nie aufwertest, Gegner werden natürlich stärker mit der Zeit und so, dann relativiert sich das ein bisschen. Nicht so krass, als würdest du jetzt auf schwer stellen, aber... Oh. Sicherheitskarte erforderlich. Oh, Entschuldigung. Wir brauchen eine Karte. Wir brauchen da Kärtchen. Ja. Brauchen wir. Toxische Gefahr registriert. Wo ist denn hier so ein Vieh? Da drüben. Wie schießt sich denn den Scheiß hier kaputt? Nicht von hier scheinbar. Ah. Eine Schlüsselkarte. Oh, nice. Wahrscheinlich dann von da. Oh mein Gott, lass mich hier weg. Oh. Oh, weg hier. Oh Gott, das ist vielleicht gar nicht so gut. Die sind in der Schwerelosigkeit besser als ich. Haut mal ab, ey. Oh. Heilige Maria. So, wir müssen da hoch. Ach, deaktiviert. Okay, ich dachte, wir fliegen jetzt hier rüber dann. Das geht dann wohl auch nicht. Schwerelosigkeit aktiviert. Toxische Gefahr beseitigt. Komme ich denn da rein? Ich habe eine Idee. Oh well, actually, warte mal. Vielleicht gibt's ja hier oben ein Loch.
Nee. Aber ich höre hier was. Oh. Aua. Mistvieh. Mein Gott, was kommt denn hier alles? Weiß nicht, ob es was bringt. Nee. Ha. Holds Rick. Oh. Oh, oh. Ja, wen haben wir denn hier? Alter, der hat den ganzen Raum hier vergiftet, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, du! Audiolog. Hier ist Liz Cross. Ich muss ihren Namen festhalten. Stalker? Hawley. Handelhoff? Park. So viele. Ich weiß nicht, wie viel Gas sie aufgenommen haben, aber ich sah, wie sie sich veränderten. Dieses Knacken, als diese Lungen aufbrachen, wie eine Blüte. Jacob, ich liebe dich. Und ich habe solche Angst, weil ich weiß, wenn ich den Satan tötet, also muss ich bleiben. So lange. Bis er für alle bezahlt hat. Schwerelosigkeit aktiviert. Hey, cool. Hör hier was? Ah! Oh! Mann! Ich wollte gerade sagen, ich höre hier doch was. Laufen. Oh. Fuck. Scheiße. Oh mein Gott. Aber das wollte ich nicht. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich kann doch mal schnell in den Shop reingehen. Ja, ich glaube, ich kaufe mal hiervon einfach nochmal zwei. Und dann. Ich habe schon wieder so viel Plasma-Muni verspallert, ey. Das ins Lager und ja, die verkaufen und dann noch mal wieder für die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber okay. So, ja, nice. So, dann speichern wir den Esel einmal ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Dead Spatze. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und tschüss.